Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Part 19 von Let's Play Granny Smith. Und wir waren hier stehen geblieben bei diesem netten Level, was wir natürlich auch auf 3 Äpfel erhöhen wollen. Carnival. Hier weiß ich noch, in diesem Level, glaube ich, das war mein erstes Level, was ich mit Opa Stanley gespielt habe. Und ja, ich finde, wir nähern uns jetzt ja auch langsam so dem Ende des Let's Plays. Da wir jetzt ja schon dabei sind, alles auf 3 Sterne zu spielen. Sterne ist so Angewohnheit. In jedem Spiel sammelt man Sterne und so weiter. Nein, hier sammelt man Äpfel. Das ist etwas anders, das Spiel, genau. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, einen Apfel hätten wir. Ab durchs Baumhaus. Das sieht immer so knapp aus, ey. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich noch davor abschmiere, aber irgendwie schaffe ich das denn doch locker. Und ich habe ja die letzten Male, habe ich hier gleich Oma Granny ausgewählt. Dass das ein bisschen was anderes ist, weil diese ganzen Level habe ich ja schon mal mit Opa Stanley gespielt. Und jetzt überholt er mich hier kurz davor, so ein Mist. Ach so, da muss ich dann hochfahren und dann muss ich rausspringen, sodass ich da an diesen Apfel an der Leine rankomme. Alles klar, das versuche ich jetzt gleich mal. So, das war ganz knapp, aber eine Perfect Landing. Und ich finde das auch schon fast gigantisch, dass wir so... Ja gut, wie viele Parts kriegen wir, werden wir am Ende zusammenkriegen? 20 Stück. Ich finde das schon relativ gigantisch. Also, ja, wie soll ich gigantisch sagen? Heftig für so ein scheiß iPad-Let's Play, was immerhin auch nur so Level sind. Das ist ja was anderes als Hero of Sparta. Hero of Sparta ist ja schon so ein Spiel, was man durchspielt. Like PC-Spiele halt, ne? Und das sind eher so Level, so Angry Birds, Cut the Rope, halt so eine Spiele halt. Und ich finde schon ganz ordentlich, dass wir da denn doch sowas voranbekommen. Und das zeigt natürlich auch für mich, dass ich sowas auf jeden Fall doch öfters machen kann. Denke ich. Das war jetzt haarscharf, aber irgendwie habe ich das bekommen. Und jetzt muss ich vor dem Dieb, noch den dritten Apfel bekommen. Meine Konzentration muss jetzt hochgehalten werden, denn das sind diese Abzweigungen. Und diese Level sind schwerer, das haben wir jetzt einige Male deutlich bemerkt, dass das doch die schwereren Level denn sind. So, und jetzt muss ich mich auf den dritten Apfel konzentrieren, den habe ich. So, geil. Jetzt, was war das jetzt, der zweite oder dritte Versuch, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das doch eine gute Ausbeute mit 7388 Punkten. Und das ist Gold da oben. Sprich, man kann in jedem Level auch eine Medaille holen. Und das ist jetzt eine Goldmedaille, vermute ich. Wird es sein, ne? Da links oben sieht man die Goldmedaille. Ja, von der Punktzahl halt her. Dann kommen wir zum nächsten. Supermarket. Die habe ich ja schon einmal eigentlich alle vorgelesen. Das brauchen wir jetzt ja auch nicht. Naja. Kann ich ja machen. Zur Orientierung, damit ihr wisst, in welchem Level wir uns befinden. So, weiter geht's mit Oma Granny. Oh, mit Oma Granny, ey. Ist ja nicht so, dass Granny Englisch für Oma ist oder so, ne? Nein, ist nicht so. So. Über den Obststand hier. Es gibt hier gibt's hier keine anderen Menschen, komischerweise. Wir beide sind die einzigen hier durchs Wettrennen. Ja, ganz witzig, wenn man hier auch andere Leute umfahren könnte oder so. So, das war doch relativ gutes Timing. Und das war ja schon relativ lange her, als ich diese Level tatsächlich gespielt habe. Sodass das jetzt nicht das Einfachste immer wieder ist. Jetzt, wo man denkt, man so, ja, die hast du eh schon gespielt und so. Ist jetzt ja kein Ding. Aber ich muss sagen, das war jetzt ja nicht gestern oder so. Ja, hätte ja sein können, dass es gestern war, aber nee, ich mache dann ja auch manchmal längere Pausen. Und ich glaube, so leicht sind die denn doch nicht für mich, also falls ihr das denkt. Aber bisher fahre ich die vorbildlich, die Strecke. Ohne einen einzigen Fehler bisher, glaube ich. Und 5700 Punkte, ich habe schon wieder eine Goldmedaille. Sieht man da oben jetzt, das habe ich noch nie so vorher angesprochen. Nein! Und dieser Fehler, genau dieser Fehler, der ist mir sonst auch unterlaufen. Oh, Mist.
Vollgas. Über den Obststand. Aber die beiden Äpfel waren jetzt nicht so das große Problem. Das schaffe ich halt alles dicke nochmal. So, ab nochmal durch die Decke, kein Ding. Und ja, wenn, es hieß ja auch, den letzten Charakter, Ui, freischaltet man. Schaltet man frei. Geiles Deutsch, ey. Wie man sagt, wie aus du siehst, ey. Wie rum du läufst. Voll geil, so. Ja, wenn es nur Leute gibt, die so reden würden. Naja, ich sag mal lieber nichts Falsches, vielleicht gibt es die ja. Naja, was soll's. Wo war ich jetzt? Freischalten, genau, mit Ui. Und den kann man ja freischalten, wenn man auf allen drei Level. Ich würde sagen, den holen wir uns, den Charakter. Spielen einen scheiß kleine. Scheiß. Ich mal mit meinem Scheiß da vorne. Ein kleines Level, würde ich sagen, und dann. Hä? So, das schaffe ich jetzt. Nicht. Hä, was war denn da los? Da bin ich irgendwie total kacke gewesen. Gut, an diesem Level saß ich auch das letzte Mal relativ lange. Jetzt konzentrieren gleich an der Stelle, an der das passiert, denn dieser Fehler passiert mir jetzt nicht nochmal. Gut, die ersten beiden Äpfel sind jetzt kein Problem eigentlich. Und, ja, genau, jetzt spielen wir ein Level mit Ui. Und dann, genau. Konzentration fällt wieder und dann immer dieses, genau, einfach irgend so ein Bullshit vor mich hin labern. Die ersten beiden, sag ich immer, die ersten beiden Äpfel. Das sind ja schon alle drei Äpfel. Fällt mir mal so gerade ein. Da wird mit Ui gezockt. Ein Spiel. Zeige ich euch einmal den Charakter, wie das denn so ist. Ihr wollt denn ja auch alles sehen. Und dann schließen wir das Ganze auch ab. Aber noch dauert das. Ich möchte mich nicht wie bei Prince of Persia festlegen. Immer so, oh, nächsten Part schaffe ich das. Das ist scheiße, weil du es eh nicht schaffst. Kommt irgendwas dazwischen, dann willst du noch irgendwas erzählen und so weiter. Ne? Ja gut, deswegen lege ich mich da diesmal überhaupt nicht fest. Und jetzt, glaube ich, kommt das Ding. So, diesmal perfekt aufgepasst und durch mit drei Sternen. Drei Sternen, Mann! Äpfel! Äpfel, Äpfel, Äpfel. Stern. Ich spiele jetzt hier auch hier auf dem Apple-Gerät. Spiele ich auf dem Star-Gerät? Nein. Gut, wenn es das überhaupt gehen würde. Geben würde. Und wir spielen in der Club. Die Namen kommen natürlich einem alle schon bekannt vor. Die haben wir natürlich schon einmal alle gespielt. Deswegen ist das jetzt ja nichts Neues. Es sei denn, das ist euer erster Part, den ihr guckt. Und ja. Dann geht es jetzt hier erstmal netterweise. Genau, durch, das weiß ich noch, durch Gebäude, in denen man überhaupt nichts sehen kann. Genau. Ich weiß, kann ja auch wissen, wann der Tisch mir entgegenkommt. Kann ich auch alles sehen. So. Sorry for lagging mal wieder. Ah, das ist leider blöd. Aber das habe ich auch schon ganz angesprochen. Das ist blöd, aber es ist jetzt auch nicht tragisch, weil, guck mal, jetzt zum Beispiel fängt es sich auch wieder. Ui, das ist Savetzer. Gut, der Apfel ist weg. Es geht ja nur noch um drei Äpfel. Tut mir leid, ich muss neu starten. Ich könnte natürlich das jetzt nochmal neu erstmal einmal durchspielen, damit ich weiß, ja, was kommt noch und so. Ist natürlich auch schlau, aber das kostet dann doch viel Zeit. Vielleicht schaffe ich das jetzt ja sofort direkt denn auf Anhieb. So, einfach hochspringen, wann der Dieb hochspringt. Das ist meine Logik, meine Taktik. So, mal kurz übersprungen den Typen. ...1008 Punkte. Das war mein Apfel. So, und jetzt kann ich nichts sehen. Irgendwie kommt man da immer durch. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie schafft man das immer. So, ab geht's mit Rollstuhl über Rasen. Ist ja auch sonst kein Problem, ne? Oh, die Stelle habe ich gehasst. Nein. Oh, in der Club. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich wieder. Mann, woher soll ich das wissen, dass da so ein blöder Tisch kommt? Oh, ist er vor mir da? Nee, ne? Nee, gut. Das denkt man nämlich irgendwie immer, aber
Ja, das war meine etwas andere Taktik, da durchzufahren. Und ich habe mich auch abgepackt, wie man sieht. Ich bin da ganz langsam nur durchgefahren. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja. So, und jetzt muss ich auch noch die anderen Äpfel einsammeln. Das ist ja die andere Sache. Wenn ich diesen Sprung schaffe, reicht es ja noch nicht. Gut, ich fahre erstmal weiter. Und dann sammle ich den gleich ein und dann verplane ich wieder den nächsten, oder was? Das ist scheiße, das wollen wir nicht. Deswegen fahre ich dir da mal schnell zu Ende. Dauert ja nicht so lange. Eine Goldmedaille habe ich sowieso schon. Muss ich da hochspringen und dann... Ach, dadurch. Gut. Dann hätte ich auch einen dritten Apfel eingesammelt. Ja, dann wird hier auf dem Dancefloor ein bisschen gedanced, Oma Granny. So, die Jazzband mit echten Gesichtern, wenn ihr das gesehen habt. Lustig. So, was passiert, wenn ich jetzt übers Ziel gesprungen wäre? Egal. So, zwei Äpfel. Dann starten wir das Ganze noch einmal neu. Und jetzt weiß ich, wo die Äpfel sind. Und jetzt versuche ich am besten nicht einmal zu failen. Und zu hören, wann springt er ab. So, sorry fürs Lagging, Mann, das ist ja scheiße. So doll war das ja sonst auch noch nicht so richtig. Mist. Naja, ich bin trotzdem vor ihm, weil ich jetzt hier abspringe. Das ist natürlich meine Taktik, es sei denn, ich lande davor gut. Alles gut. So, jetzt fängt sich die Dings wieder. Das nächste wird nicht so anspruchsvoll Grafik, weil das Laggen ist echt ein bisschen blöd. Habe ich nicht so ganz geil geregelt. Ja, das war auch ganz geil dadurch gefahren, ey. Trotzdem komme ich noch vor ihm raus. Was macht der Kerl da drinnen eigentlich, ey? Nein! Ach, shit. Oh, ich hasse es, wenn man so lange an Leveln sitzt, ey. Und wenn ich mir dann mein eigenes Let's Play dann angucke, denke ich manchmal so, oh, fuck, ey, wie lange dauert denn das? Das ist tierisch langweilig manchmal denn. Und so ist natürlich dann auch ein gewisser Druck, dass ich immer denke, so, oh, ich muss, will das jetzt unbedingt schaffen. Aber ganz gechillt bleiben. Nein, das ist meiner. Wie habe ich denn das geschafft? Ich weiß nicht, wie ich da regulär durchkommen sollte. Guck mal, vor allem bin ich eh immer vor dem Dieb. Also da ist das auch total irrelevant, wie ich da durchfahre. Hauptsache, ich schaffe jetzt das hier. Hey, Alter, war das weit. Unglaublich, so weit war ich seltenst. Das war ja mal relativ souverän und jetzt muss ich abspringen. Yes. Im perfekten Moment abgesprungen. Und jetzt muss ich gleich wieder abspringen. Erstmal war da, kommt er jetzt zum Tisch oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwas soll ich da immer überspringen. So, 3 von 3 Äpfeln bei Inder Club. Ich erinnere mich noch, das war für mich damals ein richtig, richtig schweres Level. Ab geht's durch den Dancefloor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ey, das Lied habe ich geliebt. Ja, früher bei Madagaskar, oh, das war so echt episch geil. Schockt ja auch eigentlich das Lied. Und jetzt ist hier die jazzige Band mit echten Gesichtern. Ich glaube, das sind so bestimmt echte Fotos der Producer, der Mitwirkenden. Ganz lustig gemacht. Und mit 6443 Punkten, das ist doch meine Ausbeute. Level cleared. 3 of 3 Apples. Nice Scheiße. Nice Scheiße, Alter. So, wir gehen weiter rüber zum Industriegebiet. 2 Themes haben wir jetzt schon sozusagen schon geschafft. Ich nenne es jetzt einfach mal Themes. Man, ich weiß, was man sagen will, einfach ja. Weil ich gucke hier auf diesen kleinen iPod-Bildschirm und dann leidet die Konzentration leider etwas. Wir gehen rüber zum ersten Level Learning to Fly. Können wir auch noch so vom Namen her. Und versuchen das natürlich auch auf 3 von 3 Äpfeln. Aber bisher geht das doch mit der Länge so, wie lange ich dafür brauche, sozusagen die alle auf 3. Weil ich
wollte es auch dann selber im Let's Play sehen, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, kostet das zu viel Zeit, aber nein, man muss das Spiel dann schon in vollen Zügen ausnutzen, wie ich das ganz oft sage, das ist natürlich mein, sag ich so gerne, ne, dass man Spiele dann auch völlig zelebrieren sollte. Sieht schon mal richtig gut aus. Goldmedaille habe ich sogar schon. Ja, wie wär's mit... Ey, was, habe ich jetzt schon alle drei? Was war das denn? Das war nicht schlecht. Gut. Goldmedaille, ja, 3 von 3. Warum nicht? Learning to Fly. Denn war's das mit Part 19. Ich will jetzt ja nicht beenden mit... Wir sind im nächsten Part. Aber mir ist das so irgendwie... Es lohnt sich schon fast bei jedem Part bis zum Ende dran zu bleiben, weil da kommen irgendwie noch die sinnlosesten und irgendwie auch lustigsten Sprüche, weil ich scheiße laber am Ende. Ich weiß nicht, wie ich den so richtig beenden soll, den Part, und dann laber ich. Genau wie jetzt. Ach, es wird sich nie ändern.